Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch haben meine letzten Videos gefallen. Falls du die nicht kennst, schau sie dir noch an. Vergiss nicht zu abonnieren und zu liken. Ich freue mich natürlich auch über eure Kommentare. Aber nun, lasst uns loslegen mit dem Video. Hey Leute, was geht? Euer Froschkuh mal wieder am Start für euch. Und heute mal wieder mit einem neuen Video und ihr werdet euch jetzt denken, was ist denn das für eine rattenscharfe Qualität? Beziehungsweise ich habe gegen meine Faulheit angekämpft, mit dem Handy aufzunehmen. Ich habe ja schon seit geraumer Zeit eine Spiegelreflexkamera. Und ich dachte mir einfach mal, da mein Stativ kaputt ist, ich nehme einfach mal mit meiner Kamera wieder auf. Ich hoffe, euch gefällt es soweit. Wir werden heute ein, zwei Rehousings machen. Dafür habe ich nämlich diese Kisten hier vorbereitet. Da werden wir definitiv ein bisschen was reinpacken. Eigentlich wollte ich heute meinem Vater im Garten helfen, weil meine Eltern bauen im Garten um und ich habe mich die letzten Tage so massiv übernommen, dass ich meinen Rücken gefickt habe. Also ich habe meinen Rücken ordentlich kaputt gemacht. Wenn euch die Qualität gefällt und ihr das öfter haben wollt in dieser Qualität, dann sagt mir aber nur Bescheid mit einem guten Like und mit dem Kommentar Qualität, mit dem Hashtag Qualität in die Kommentare. Und dann weiß ich Bescheid und dann werden wir das halt beibehalten. Weil damals hieß es ja, also ach Keule, du hast ja, du musst nicht mit Kamera aufnehmen, das reicht ja auch Handy und ist ja gut genug. Ich glaube, das war damals unter dem sehr alten Video von mir, dieses Skorpion-Terrarium einrichten. Ja, was massiv viele Klicks damals bekommen hat und auch heute noch, glaube ich, wo ich bis jetzt immer noch sehr verwundert bin, wie es dazu kam, dass das Ding so durch die Decke geschossen ist. Das kann ich auf jeden Fall den Leuten oder euch da draußen nur wärmstens empfehlen mit dem Blähton. Ich habe das eine Zeit lang bei den, was für eine Marke ist, aber scheißegal, weil Blähton ist Blähton, er hat die gleiche Funktion. Ich benutze einfach irgendeinen aus dem Baumarkt. Da werde ich speziell keine Werbung für machen. Da könnt ihr das Billigste vom Billigsten nehmen. Und es funktioniert. So, wir haben hier, wie gesagt, Blähton, der nimmt die Feuchtigkeit auf, der speichert die Feuchtigkeit. Das heißt, euer Palmhumus, Blumenerde, egal was ihr da habt, das wird auf jeden Fall länger feucht bleiben und ihr habt immer sehr lange eine hohe Luftfeuchtigkeit. Man kann darüber streiten, wie man es macht. Ich weiß nicht, warum es viele machen. Einige gehen her und legen da jetzt noch ein Vlies drüber. Und ich denke mir halt, warum ein Vlies? Ein Vlies werde ich jetzt nicht brauchen, weil was passiert, wenn die Spinne mit dem Vlies rumwuschelt, dann hat das Vlies da drinnen rumhängen. Und also am Ende hat es keiner gebraucht. Weil die Kugeln sind nicht schädlich fürs Tier und warum soll ich da jetzt ein Vlies reinlegen? Ja, wow, da hat man halt mal so eine Kugel weiter oben liegen, wenn ich spinne, man muss graben anfangen. Aber hey, scheiß doch drauf, ne? Habe ich lieber so eine Kugel oben als das ganze Vlies und ich muss das Terrarium komplett leer machen. Warum machen wir dieses Rehousing von der Davos Pantelloris? Sie ist halt schon groß und man muss halt jetzt nicht unbedingt warten, bis halt wirklich alles massiv zu klein ist. Und ich finde, in meinen Augen ist es schon massiv zu klein. Ihr solltet auf jeden Fall früher schauen, dass ihr das mit dem Umzug machen könnt. Ich wollte das eigentlich schon lange vornehmen, konnte es aber nicht gesundheitlich. Deswegen kommen da auch ab und zu mal ein bisschen unterschiedlich die Videos bei euch an. Also ab und zu mal mit einer Woche, dann wieder zwei hintereinander, dann ist mal wieder drei Wochen Pause. Das ist halt leider so, weil ich
krank bin und nicht ganz normal das so machen kann, wie ich möchte. Aber ich hoffe, das ist für euch kein Problem. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr habt es so an einem Tisch wie ich, legt unter dem Tisch am besten kein Teppich, sondern legt eine PVC-Unterlage hin. Da könnt ihr euch so ein Stück PVC-Boden holen. Dann könnt ihr alles mal hier gerade so runterkehren und unten zusammenkehren oder schnell aufsaugen, weil mit einem Teppich ist das eine Riesensauerei, sag ich euch. Da muss Pentanoref, da haben wir dich. Und du hast dich gehäutet. Und bitte sei noch ein Mädchen, weil mein letztes Tier ist ein Männchen geworden. Nee, du bist auch ein Bock. Na, leck mich doch am Arsch. Sag mir bitte, dass ich mich gerade verguckt habe. Da ist er, der andere Kerl. Habe ich jetzt zwei Böcke? Oh nö, nicht. Ach ey, Weibchen sind immer so teuer. Ah, Mann. Wenn die Weibchen halt billig wären, dann würde ich ja nichts sagen. Die sind immer so teuer. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, einen Catch-Cup brauchen. Also wir brauchen wahrscheinlich dann einen Behälter, womit wir das Tier einfangen, wenn sie uns davon marschiert. Wir werden das Ganze unterschiedlich angehen. Ich schwöre halt immer noch auf die Pinzette. Andere Leute sagen ja, da könnten die Zähne von der Spinne abbrechen. Ich muss sagen, ich habe das jetzt 22 Jahre mit Pinzette gemacht. 22 Jahre. Ich habe noch nie eine Spinne gehabt mit abgebrochenen Zähnen. Beziehungsweise ich hatte einmal eine, aber das war nicht durch die Pinzette, sondern da ist die hergegangen. Das war damals eine Brachypelma hamori. Oder wie man sie damals nannte, das Missy. Und die ist jedes Mal her und hat ihre Zähne durch das Lüftungsgitter gesteckt und hat die sich absichtlich abgebrochen. Ich habe dieses Verhalten nie verstanden. Und ich werde es heute, bis heute nicht verstehen. Ich würde sagen, wir nehmen ein bisschen was mit von dem alten Zeug. Dann fühlt sie sich auch wenigstens gleich wieder wohl. So ein bisschen wie zu Hause. So, wir machen es mal mit diesem ganz berühmten Schminkpinsel, wo ja jeder drauf abfährt, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Noch nicht bombardieren. Sie gehört halt zu den schnellsten Vogelspinnen dieses Planeten. Und das hat man jetzt gerade gesehen. Das waren jetzt Sekunden nur. So. Du bist schon fertig, Bro. Ende Gelände. Ich empfehle euch immer wieder, ruhig zu bleiben. Weil die Spinne, wird das sofort merken. Das ist dasselbe wie mit einem anderen Tier, mit einem Hund oder mit einer Katze. Oder habt ihr nicht gesehen? Wenn ihr Angst vor einem Tier habt oder ihr schreckt komplett zurück, dann spürt es das Tier und reagiert auch hektisch. Wenn ihr hektisch reagiert, reagiert das Tier genauso. Warum wische ich hier die Tropfen weg? Wenn die Spinne hier über die Kante läuft, wie sie es eben schon gemacht hat, und sie das Wasser berührt, kann es sein, muss aber nicht, kann sein, dass sie dann erschreckt und sich denkt, huch, hier bin ich falsch und dreht wieder um. Und dann habe ich die Gute auf meinem Schoß sitzen. Nicht bombardieren, mein Freund, nein. Ich sehe jetzt schon, dass es in die Hose geht. Holy shit! Die lassen wir. Die sträubt sich so hart dagegen erstmal.
Okay, passt. Hab jetzt schon genug Brennhaare abgekriegt. Passt. Lassen wir. Der hat sich jetzt gehäutet. Die ist noch sehr auf defensiv eingestellt. Nicht so wie die andere. Die andere war zwar auch zweimal am Kicken, aber die war jetzt nur am Kicken. Wenn die Spinnen nur am Kicken sind, dann am besten einfach mal lassen und am nächsten Tag nochmal probieren oder ein paar Tage danach, weil das macht ja sonst keinen Sinn. Jetzt kommt noch so ein Kollege. Bumba Hurida. Dann kommst du halt hier rein. Bumba Hurida ist jetzt auch schon in so einer Größe, wo ich sage, die kann man jetzt eigentlich mal umsetzen. Jetzt gerade so langsam umgedreht, als wenn sie jetzt wüsste, jetzt gibt es Futter. Und schon am Kicken gewesen. Bleibst du? Bleib drin. Jetzt kommt sie immer wieder hoch, so, ich komme jetzt ein Stück vorsichtig hoch, nur ein Stück, nur ein Stück. Nein, da soll es drinnen bleiben. Aber ich mag nur ein Stück. So, jetzt haben wir doch mal ordentlich das Licht. Muss die Kamera erstmal richtig einstellen. So, hier seht ihr sie schön in Nahaufnahme. Da, Leute, sind wir wieder. Ich war hier gerade noch am Rumeinstellen, wie ich am besten mit der Kamera aufnehme. Und lässt sich ja nicht immer ganz so machen, wie man es will. Weil ihr habt ja selber gesehen, das Tier selbst zu filmen war ein bisschen dunkel. Das ist halt auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte eigentlich keine Spiegelreflex mehr nutzen, weil ich müsste rein theoretisch hier Spotlight alles aufstellen. Das geht mir halt mächtig auf den Sack, weil ich den Platz nicht habe für sowas. Bumba Hurida, wo ist er, die andere? Auch ein Männchen geworden. Hätte eigentlich kein Männchen sein dürfen, weil laut Haut war es ein Weibchen. Da war eine Spermatasche, aber ich konnte es jetzt nicht verstehen. Also laut Ding hatte ich zwei Weibchen. Die Davos Vindaloris habe ich nicht nachgeguckt, das weiß ich nicht, aber bei dem war ich mir ziemlich sicher, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Aber das ist halt auch irgendwo die Laune der Natur. So, Bumba Hurida haben wir hier. Ich zoome mal ein bisschen vor euch ran. Nicht bombardieren. Mein Gesicht juckt so oder so schon wie Sau. Ihr müsst dann immer ruhig bleiben. Bleibt komplett entspannt. Weil was will das Tier schon groß machen? Ne? Also ihr seht selber, das Tier ist super entspannt. Hat jetzt einmal gekickt. Weiß, es hat nichts zu befürchten. Deswegen kann ich das eigentlich auch mit der Pinzette machen. Anfänger, okay, empfehle ich vielleicht wirklich einen Pinsel oder ein Plastikstückchen, Holzstück, so ein Holzzahnstocher, Spieß. Aber für jemanden, der das eigentlich schon ziemlich gut kann und weiß, wie die Spinne reagiert, da kann man auch eine Pinzette nehmen, da muss man sich nicht einscheißen. Also von Natur aus bricht da normalerweise kein Zahn ab. Die Leute sollen nicht irgendwelche Geschichten erfinden. Ne? Also wie gesagt, das sind 22 Jahre Erfahrung an so einer Pinzette, da bricht nichts ab. Also das ist man ja nie was abgebrochen, in meinem ganzen Leben noch nicht. Beziehungsweise der Spinner nicht. Ich meine, der könnt ihr eh nichts dafür. Ja? Da ist halt irgendeiner, der fängt dann an, euch so einen Quatsch zu erzählen und ihr kauft es dem halt ab. Ne? Also,
ich nehme das jetzt. Sollt ihr mir nicht krumm nehmen und ich nehme das ja euch nicht krumm. Ja, ich weiß, das hat dir jetzt nicht gefallen, ne, das Sprühen. Aber ich sag's jetzt mal als Beispiel. Da kommt jetzt irgendein Influencer und erzählt euch was von wegen, oh, da brechen einem die Zähne hier ab. Und der hat halt schon, keine Ahnung, 10.000 Follower. Dann ist ja klar, dass von den 10.000 Followern, dem mindestens die Hälfte davon glauben, oh ja, da dürfen wir das nicht benutzen, weil da müssen wir ja jetzt alle einen Schminkpinsel kaufen von 7 Euro. Obwohl ich hier eine Mizette habe von 2 Euro. Alles halt Bullshit. Aber nur Bullshit. Nehmen wir mal sowas. Ist halt ein bisschen größer. Ihr seht den Unterschied. Das macht vielleicht jetzt nochmal 2,5 cm aus. Und 2,5 cm haben oder nicht haben, kann bei einer Spinne schon viel ausmachen. Ja, so eine halbe Tonschale. Ist doch schon mal schön. Ist doch schon mal schön. Da freut sie sich bestimmt, wenn sie jetzt in ihr neues Zuhause kommt. So, wir haben hier eine Lasildora Parahybana. Eine zu den sehr, sehr groß werdenden Vogelspinnen. Also, die können wirklich sehr, sehr groß werden. Auch schon eine Lasildora Klugi wird schon sehr groß. Sind eigentlich, würde ich jetzt persönlich sagen, meiner Meinung nach, fast schon von der Größe her wie eine Terrafosa. Wie bei allen anderen Spinnen auch, immer ruhig bleiben. Ja, sie kann wegrennen, aber wo will sie denn hin? Also, eine Spinne rennt immer nur ein gewisses Stück sehr schnell, danach hört sie wieder auf und bleibt stehen. In der Zeit, wo sie stehen bleibt, könnte sie ja wieder einfangen. Ganz sachte berühren die. Ach nö, nicht schon wieder. Gut. Ich habe mich mal wieder ausgekotzt. Ihr dürftet mal wieder reinschauen, wie es bei mir so läuft. Wie gesagt, entschuldigt mich. Auf jeden Fall, wenn unter dieser sehr zeitversetzt Videos auftauchen. Das hat nichts mit euch zu tun oder dass ich irgendwie keinen Bock mehr auf den Kanal habe. Das ist was mit mir persönlich zu tun hat. Das ist eine Krankheit von mir und deswegen seid mir da nicht böse. Aber nur akzeptieren und hinnehmen und trotzdem fleißig dabei sein, kommentieren, liken. Freue ich mich immer sehr drüber. Ich freue mich auch sehr darüber, dass ihr mir in dem letzten Video so viel Liebe gespendet habt, was Freddy anging. Da kann ich euch jetzt auch mal ein Backup zu geben. Ich muss nur hier gerade mal ein bisschen aufräumen. Warum habe ich jetzt keinen neuen Freddy mehr? Ich habe keinen neuen Freddy mehr, weil es aber den Grund hat, dass das eine ziemliche Sauerei immer war. Also ich meine, das Thema Aquaristik ist alles schön, ist alles toll. Aber immer wieder Wasser wechseln, immer wieder Pumpe sauber machen. Wenn man scheiß Pumpe hat, ist man nur noch am Wasserwechsel oder nur noch am Pumpe sauber machen. Ich vermisse Freddy unheimlich, bin ich ganz ehrlich. Ich gucke hier oft rein und denke mir immer, hey, cool, da warst du mal. Und ich hatte immer seine Freude dran, wenn er immer vorne am Mund so Blubberbläschen rausgelassen hat. Oder ich habe mir schon Handzahm bekommen. Aber ich habe hier meine Skorpione drin, wie ihr seht, die sind auch schon fleißig am Graben. Die sind am Machen und am Tun. Die fühlen sich hier drinnen wohl. Dann haben die auch mal genug Platz, wenn sie groß sind. Ich würde aber sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ich danke euch auf jeden Fall. Ich würde euch jetzt hier so ein Herz mit zeigen. Das Herz geht an euch alle. Ihr macht halt den Kanal hier zu was Besonderem. Und dafür muss ich halt einfach mal Danke sagen. Das ist halt einfach so. Ich bedanke mich oft, aber das ist wirklich, das sind Dankeschön, Dankeschöne, Dankeschöns. Korrigiert mich in den Kommentaren. Was vom Herzen kommt, einfach. Das ist jetzt nicht einfach so ein runtergebrochenes, oh ja, danke, hihihihihi. Sondern es ist wirklich ein ernst gemeintes Danke, wie in jedem Video, dass ich euch dankbar bin, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, hier zu wachsen. Und ich freue mich, wenn wir dieses Jahr
die Tausender-Marke knacken und schaffen, da würde ich mich mega drüber freuen. Und vielleicht sogar noch weitaus drüber gehen. Aber es kommt natürlich immer drauf an, wer die Videos sieht und wer da mitmacht, ne? Also, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ciao.